Das ist was im Moment sehr schwer durchzuhalten ist. Ich verstehe diesen Impuls, möglichst viele Waffen in die Ukraine zu liefern. Ich verstehe den emotional, weil da kämpft David gegen Goliath und dann willst du sagen, ich will den doch ausstatten. Und trotzdem sage ich aus der deutschen Geschichte und auch aus der Erfahrung in meinem Leben, dass noch mehr Waffen nicht noch mehr Frieden bringen. Und das ist eine Haltung, die im Moment ganz schwer durchzuhalten ist. Da bin ich dankbar, dass Andreas mir da den Rücken stärkt. Wenn ich diesen Satz ernst nehme, heißt das, dass weniger Waffen mehr Frieden bringen? Ich glaube, dass Waffen immer dazu verleiten. Ich habe gar nicht ganz konkret in der Ukraine. Dass weniger Waffen mehr Frieden bringen, glaube ich. Unsere Welt ist absolut hochgerüstet. Ich glaube, man muss kommunizieren. Ich glaube, das ist das große Manko gerade.